Fußball-Nations-League 0909, Farnet Frankreich jubelt über den ersten Sieg in der Nations League. Nach dem Remis zum Auftakt gegen Deutschland setzt sich das der Weltmeister gegen die Niederlande mit 2:1 durch. Mbappé bringt die Hausherren im Stade de France in Paris nach Vorarbeit von Matuidi in Führung, 14. Nach Seitenwechsel legen die Niederländer einen Gang zu und kommen durch Babel zum Ausgleich, 67. Giroud erzielt in der 75. Minute sehenswert den Siegtreffer. In der Schlussphase bewahrt Goalie Areola Frankreich vor dem Ausgleich. Frankreich hält nach 2 Spielen in Gruppe 1 in Liga A bei 4 Punkten, die Niederlande ein Spiel sind punktlos. Slowenien verliert gegen Zypern überraschend mit 1:2. Die Führung durch Robert Berg gleicht Sotiriou aus Stojanovic schenkt Zypern mit einem Eigentor den Sieg. Liechtenstein schlägt Gibraltar durch Tore von Salanovic und Wieser 2:0. DAZN überträgt ab dieser Saison die neue UEFA Nations League. Starte jetzt dein Gratismonat größer als die 80.000 Fans in Paris feierten ihre WM-Helden vor dem Anpfiff mit einer riesigen Choreografie. Auch während der Partie riss die Partystimmung nicht ab. Superstar Mbappé hätte die Fans bereits nach 50 Sekunden in Ekstase versetzt, doch Jasper Cillessen war bei seinem Schuss aufs kurze Eck zur Stelle. Nach einer Viertelstunde erzielte der 19-jährige Angreifer von Paris Saint-Germain dann aber sein Tor. Der Niederländer Quincy Promes servierte Blaise Matuidi den Ball per Kopf perfekt in den Lauf. Mbappé musste nach dem Querpass nur noch den Fuß hinhalten. Danach kontrollierten die Hausherren das Geschehen, ohne zwingend zu werden. Die Oranjes von Ronald Koeman konnten den derzeitigen Klassenunterschied nicht kaschieren. Der Weltmeister agierte bissiger in den Zweikämpfen und erzwang viele Ballverluste der Gäste, die keinerlei Spielfluss entwickeln konnten. Der Ausgleich nach der Pause fiel folglich aus dem Nichts. Babel stand bei einer Kopie des Führungstreffers richtig. Wenige Augenblicke zuvor weckte Georginio Wijnaldum die Gäste mit dem ersten nennenswerten Abschluss auf 66. Danach drohte das Match aus Sicht der Franzosen zu kippen. Memphis Depay traf 2 Minuten später nur das Außennetz. Eine Viertelstunde vor dem Ende beendete Giroud das Offensiv-Intermezzo der Gäste. Der 31-Jährige versenkte in seinem 83. Länderspiel eine Flanke des eingewechselten Benjamin Mendy-Volley zur erneuten Führung und überholte mit seinem 32. Teamtor-Legende Zinedine Zidane. Thierry Henry 51, Michel Platini 41 und David Trezeguet 34 trafen für Les Bleus öfter. Giroud beendete damit auch seine 10 Spiele andauernde Flaute im Teamdress. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at Martin Hinteregger in der Snake Champions League. Zum Seitenanfang. Mehr zum Thema Comment-Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.